Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Ganz oder gar nicht, die FCM-Fragerunde. Heute bei uns zu Gast unser Mittelfeldspieler Jean Hugonet. Grüß dich, Jean. Hallo. Wir starten mit einer kleinen Entweder-oder-Fragerunde rein. Und da geht es dann gleich los. Frankreich oder Österreich? In Frankreich. Paris oder Lustenau? Paris. Paris oder Magdeburg? Paris. Warum? Ich bin in Paris geboren und dann, ja, ich bin kurz in Magdeburg, also vielleicht in ein bisschen Zeit werde ich Magdeburg sagen, aber jetzt muss ich Paris. Warum nennen die Fans dich Warrior? Ich weiß nicht, aber ich glaube, weil, wenn ich war in Lustenau, ich habe viel gegeben für die Farben und dann, ja, sie haben mir diese Namen gegeben und dann ja, für mich egal auf Platz, ich bin immer dieselbe. Also. Was ist dir wichtig auf dem Platz, wenn du spielst? Ich glaube, jemand muss, die ganze Mannschaft muss alles geben für die Farben und dann ja, jeden Zweikampf gewinnen oder ja, einfach alles geben für die Fans. Dein bisher bester Gegenspieler ist? Ich glaube, ein Spieler vom RB Salzburg. Aber welche? Ich weiß nicht. Vielleicht Fernando Flügel oder Seiwald. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich spiele gerne Musik oder ich rufe meine Familie an. Und ja, ganz einfach, ja. Dave Grohl oder Lars Ulrich? Bitte? Dave Grohl oder Lars Ulrich? Lars Ulrich. Die Frage hat einen Hintergrund. Warum spielst du gerne Schlagzeug? Weil seit ich bin klein, mein Vater hat mir die Schlag gelernt. Und jetzt, wenn ich bin zu Hause mit meinen Eltern, ich spiele immer Schlag. Deine Lieblingsband? Bruce Springsteen. Ah. Ja. Und dein Lieblingssong? No Surrender von Bruce Springsteen auch. Warum? Weil diese Musik habe ich gehört mit meinem Vater, wenn ich gehe zu Fußball oder Training, wenn ich war klein. Und ja, es gibt mir viel Energie und viel Energie, so ich liebe diesen Song. Die Fans in der MDCC Arena sind für dich? Wie ein extra Mann auf Platz, wenn sie sind da. Ich habe das Gefühl, dass wir sind 12 am Platz. Also es ist richtig für uns und für unsere Mannschaft. Vielen Dank, Jean. Bitte. Und alles Gute beim FCM. Danke.